Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Es ist wieder Monkey King LP, wieder mal in Cuphead. Was weiß ich, wie viel der Part ist. Und jetzt kümmern wir uns direkt nach. Okay, ich schaue auf die Laufzeit. So. Direkt gleich danach im Anschluss kümmern wir uns um den Zug. Um den Zug selbst. Um Mr. den Phantom Explosion. Ich glaube, ich belasse es bei den Sachen, die ich habe. P-Shooter und wie heißt der Shot? Nicht Charger. Follower-Dingens. Okay, im Prinzip kann ich da. So. Okay. Der Blödsinn ist. Okay. Okay, man kann es abwehren. Cool. Aber nicht so. Vielleicht eine andere Waffe statt dem P-Shooter? Oder den... Moment. Das will ich kurz testen. So. Chaser, so. Charge nämlich fix nicht. Ich probiere mal den Roundabout. Der könnte ziemlich... Moment, machen wir es gleich anders. Nehmen wir statt dem P-Shooter... Nehmen wir den, hätte ich gesagt, oder? Den Spread. Ja, versuchen wir mal die Taktik. Hey, come on. I want to play against them. So. Ja, gerade der Wanderbot ist sicher cool jetzt in der Phase. Indem ich einfach das wild spamme. Und einfach nur den Damage raushaue. So. Okay, number one is down. Den kenne ich. Die Abfolge weiß ich ungefähr. Oh mein Gott, ich hätte einfach stehen bleiben sollen. Was? Was hat dieser blöde Kürbis da oben, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh geil, ich habe so viel Glück. Ich glaube, ich muss eh nach links. Ja, ach so, die zwei waren das, ey. Kann mich erinnern. Ach Gott. Okay, es ist schwierig da zu dodgen, aber du musst. Okay, jetzt sagen wir mal. Okay, runabout hätte ich gesagt. Ja. Wenn ich ihn. Was zum. Ich weiß nicht, was hat mich nach rechts geschoben. Oh, ich bin gerade so genervt jetzt schon wieder wegen dem Zug. Mist, jetzt bin ich runtergeflogen. Ein OP, na super. Zum letzten. Ugh, das wird anstrengend. Hey, Buddy Boy. Bei dir weiß ich zumindest, was ich tun muss. Oh nein, ich habe die Plattform vergessen. Ich habe sie gemisst. Ich will gar nicht sehen, wie weit ich hinten war. Wieso springe ich denn? Ich glaube, das kann ich gleich wieder wie. Warum bin. Gut, kurzer Schnitt, Leute. Okay, es könnte ein bisschen länger dauern in der Taktik, aber. Sie ist eindeutig safer. So. Sicherheitshalber nur in die Mitte! Okay, sogar mehr da. Gott.
Oh mein Gott, man sieht es, man konzentriert sich nicht so. Oh no, ich war so knapp vom Sieg. Holy moly. Das ist gleich wirklich die lästigste Sache von allen, diese depperten Kürbisse. Nein. Ich drück parieren und er macht es nicht. Das ist das, was mich gerade ärgert, ein bisschen. Eins rüberkommt. Du blödsinniger Kürbis, jetzt vertraue ich mich auf dich und dann... Die Hitbox. Die Hitbox ist so... richtig nervig. Nein, der Spreadshot ist an sich schon nice. Das passt eh. Das ist eh die perfekt. Das ist, glaube ich, sogar eine der besten Waffenkomiker dafür eh das. Aber, boah, schon nervig. Okay, ich muss... Okay. Ich wollte gerade die Ulti einsetzen und dann hätte ich ihn besiegt. Wieso schließt sich das so schnell? Ich hasse diese Kürbisse einfach nur im gesamten Level. Diese Kürbisse. Und wieso treffe ich dieses Auge jetzt auf einmal nicht? Ich wollte das ausnützen. Dieses Kinn. Nein. Okay. Wisst ihr was? Ich möchte was ausprobieren. Ich möchte den Spreader weggeben, wenn ich ganz ehrlich bin. Der Spreader bringt nicht so viel Damage, wie ich mir erhofft hatte. Also, hoppla. Da. Möchte ich den Charge Shot mal ausprobieren? Ich mag ihn zwar nicht, aber... was soll's? Lieber aufladen und Damage machen, als irgendwie was anderes. Wenn nicht, habe ich noch den Wanderbaut. Nope. Nope. Nobody nope. 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 Jetzt wieder zurück zum Spreader. Ich hasse diesen Charge und ich wusste es schon von Anfang an. Oh mein Gott. Wenn ich drauf springe, erwischt mich sein blöder Kopf. Wenn ich nicht drauf springe, erwischt mich diese Hand. Irgendwie sehe ich da nicht die Logik dahinter. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich möchte mal den Chaser statt dem Spreadshot versuchen. Gerade bei der zweiten Form glaube ich persönlich, dass der ziemlich nice sein könnte. Also statt dem den Spreader machen wir den Chaser. Ich meine, da bleibt der Wanderbot. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Jetzt erwischt mich schon in der Phase ein Auge. Obwohl ich das spamme wie blöde. Vielleicht kann ich das irgendwie vorher schon urweit abfangen, nämlich. Oh. Ja, das geht einigermaßen. Warum bin ich weitergelaufen? Oh mein Gott. Aber so funktioniert das gar nicht mehr schlecht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ach komm, echt. Was? Was hat da getroffen? Nichts hat da getroffen. Oh mein Gott, das muss ich mir nachher in der Wiederholung anschauen. Manchen Stellen trifft er einfach random etwas. Nein. Okay, das ist das Schnellste, wenn man wirklich Wanderbot macht. So. So. Nein, nein, nein. So. Einfach, das ist glaube ich die beste Taktik. Okay, Glück gehabt. Yes! So. Okay.
Dankeschön. Irgendwie manchmal checkt er einfach den Dings nicht. Okay, passt. 2 AP rein, akzeptiere ich. Dann kann ich mich wenigstens jetzt aufs Ausweichen konzentrieren. Gut. Sag doch aufs Ausweichen konzentrieren und. Treffe ich ihn? Yes, I did. Yes, Knockout! Oh mein Gott, ja, jetzt, oh mein Gott, ich hätte gerne einen Schluck Wasser, aber ich habe kein Wasser übrig da. Oh mein Gott, der Zug war jetzt auch wieder anstrengend. Oh ja. Sweet, sweet Jazz Music of Victory. Oh, einfach nur weg. Einfach nur weg mit dem. Und wir stehen, glaube ich, jetzt vor Mr. King da ist. Kann das sein? Ja, oh ja, ich glaube, das war jetzt das vorletzte jetzt. Yep. And Phantom Express. Jupp, wir haben es ins Casino geschafft. Der wird es. Also wir kämpfen zuerst gegen Mr. King Dice und dann gegen den Teufel himself. Aber das mache ich in der nächsten Episode. Also ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ich gegen Dice in den Popo trete. Also hoffentlich hat es euch gefallen. See you, my friends.